Ja, moin. Grüßt euch. Ja, ich bin leider in Deutschland gerade. Da kam heute der zweite Timeout des Tages rein. Das ist jetzt blöd, weil jetzt wird das alles ein bisschen knapp vom Cup of the Day. Ich hoffe, dass ich schnell auf den Server lade und schnell noch die beiden Trapdoors platzieren kann. Ach Mann, ey. Dankeschön, it is me. Jetzt mal, wenn das passiert, denke ich mir, Alter, Gott sei Dank bist du nicht wieder zurück nach Deutschland gegangen. Weil solange das so ist, werde ich einen Teufel tun und wieder zurück nach Deutschland gehen. Ich glaube, Dalu hat ja auch regelmäßig Timeouts jetzt in seiner neuen Wohnung. Das fuckt einfach nur ab. Das passiert mir in der Schweiz nie. Also wirklich nie, nie, nie. Niemals passiert mir das. Ja, ich hoffe, der Heli ist noch da. Und der Kollege gerade ist nicht in mein Haus reingegangen. Ach Mann, ey. Mit Telekom ging es wohl gestern bei ihm. Ja, wir sind ja auch bei der Telekom, aber... Ich bin sehr froh, dass gestern bei meinem Geburtstagsstream alles safe war, aber meine Eltern hatten davor die Wochen auch des Öfteren mal ein paar Probleme. Jetzt ging es seit einer Woche wieder, gestern war ja auch alles safe und heute Morgen, als ich hier die Rechner aufgebaut habe, hatte ich einen Timeout. Da musste ich auch schon den Router neu starten, das war gerade der zweite. Scheiße, da muss so viel geladen werden immer. Okay. Ja, wo war ich denn gerade dran? Trapdoor craften wollte ich. Wir haben Wooden Ladders gefehlt, genau. Was wir machen? Weiter, zwei Stück. Ein Rope habe ich doch noch, oder? Yes. So, und dafür brauche ich jeweils eine Wooden Ladder. Okay. Brauche ich da irgendwie so einen Rahmen? Um die zu setzen, oder kann ich die Trapdoor dann einfach hier reinbauen? Das habe ich vergessen leider. Ob man da nochmal so ein Gestell für braucht oder so. Ding. Zweimal. Fragments, scheiße, habe ich doch auch, oder? Jawohl. Komm. Einen Rahmen braucht man, okay. Und zwar müsste das ja dann der hier sein, oder? Floor Frame, ja? Der dürfte das ja sein. Dankeschön, Flix Mephisto. Schnablonski und Bernie. Danke für die Resubs. So, machen wir das schnell fertig hier. Weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Sehr gut. Dann brauchte ich noch eine Lok. Und Lian, Dankeschön. Mit wem spielst du nachher Fortnite? Weiß ich noch nicht, Bernie. Also ich glaube, Kilian und Röder haben sich angekündigt.
Weiß nicht, ob Marius auch Zeit hatte und Bock hatte. Aber ein, zwei Plätze haben wir, denke ich, noch. Ich weiß nicht, ob Kilian und Roda sich um die weiteren Slots gekümmert haben oder so. Das weiß ich nicht. Und Tego haut eine 5er Subbombe raus. Dankeschön auch an dich, Mann. Vielen Dank. So, perfekt. Dann kann da drüben auch keiner böse sein, dass ich da eine Tür rausgerupft habe, ohne es gefixt zu haben, bevor ich gehe. Und der Geritus ist auch Moody's Up da. Dankeschön. Vielleicht mache ich morgen mal Random Duos in Fortnite. Mit welchem ich sehe mal in diesen YouTube-Highlight-Videos, sehe ich, wie Trimax da mit irgendwelchen 10-Jährigen spielt. Hätte ich auch mal Bock drauf. Ich habe das Glück. Oh, scheiße. Mich erkennt in Fortnite keiner. Das heißt, du hast da halt echt die Experience, wie du es hast, wenn du mit Random spielst. Die sind alle weg ohne Bauen. Ja, vielleicht, ja. So. Hallo? Hallo? Entschuldigung. Ja, hallo? Bin hier oben, hallo? Oh, ich hab die Voice Range verhaft. Hallo, ich bin hier oben. Oh, hallo. Hey, Lennart, kannst du mich eben mal zum Bandit Camp fahren? Fliegen? Oh, nicht, nee. Ich muss in 2 Minuten muss ich los, leider. Wobei doch, wenn wir uns ganz beeilen. Wenn wir uns richtig beeilen, schaffe ich's. Mach dich keinen Stress, Lennart. Nein, nein, nein. Ich muss eh noch Strap und so holen. Okay. Geh mich hoch. Alles gut. Okay. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Jo, wünsche ich dir auch. Viel Spaß und viel Erfolg. Back up of the day, ne? Jo, danke. So. Danke, Zagori und Hartzeiler und Tauscher, danke für den Prime-Sub. Randy hat clean, 1 gegen 3, ein Squad gewiped und im gleichen Game noch Victory Royale. Geil. Wir haben gestern kein zweites Schwert gehebelt, Paul, ne? Weil Steam down war, wegen Wartungsarbeiten. Deswegen konnte ich die zweite Hälfte an Kisten noch nicht aufmachen. Das werden wir dann nachholen, die Tage. Aber heute nach dem Cup of the Day wahrscheinlich Fortnite spielen werden, wenn alles klappt. So, ich hoffe, ich bete und hoffe, dass mir den keiner klaut. Kannst wahrscheinlich hier auch irgendwie hochklettern, um da ranzukommen. Ja, kannst du. Aber wer den klaut, ist echt ein Assi. Wenn Random sich den einfach hinnimmt. So. Okay, gut. Dann haben wir das doch auch geschafft. Gerade noch in Time.